Auch in diesem Jahr wollten wir wieder einen Bollerwagentest machen. Also haben wir uns drei der aktuellen Topmodelle geschnappt und sind ins Irland nach Kevela gefahren. Die drei Modelle, die wir ausgewählt haben, sind in Preis und Größe ähnlich. Dabei ist der Kettler Compact von Kettler, der FX CTL 950 von Fuchstech und der Smart Cruiser von Elfend. Und um die drei Bollerwagen ausgiebig testen zu können, brauchen wir natürlich auch noch drei Testfamilien, die sich jetzt einfach mal selbst vorstellen. Hallo, wir sind heute in Irland und testen heute Bollerwagen. Wir sind die Familie Erke aus Gisselmühlen. Hallo, wir sind Familie Petridis. Wir sind heute in Irland und testen Bollerwagen. Hi, guten Morgen. Wir sind die Familie Flura aus Köln. Wir testen heute verschiedene Bollerwagen in Irland, in Kevela und freuen uns auf einen aufregenden Tag. Wir sind schon super gespannt. Und jetzt können wir auch direkt mit dem Aufbau beginnen. Familie Petridis baut für uns den Bollerwagen von Fuchstech auf, der Platz für bis zu zwei Kinder bietet und 469 Euro kostet. Familie Flure baut für uns den Smart Cruiser von Elfend auf, der 349 Euro kostet und Platz für bis zu zwei Kinder bietet. Und Familie Erke baut für uns den Bollerwagen von Kettler auf, der 499 Euro kostet und ebenfalls Platz für bis zu zwei Kinder bietet. Zunächst werden unsere Bollerwagen von Schutzfolien und Verpackungsmaterial befreit. Und dann wird ein erster Blick in die Anleitung geworfen. Erstmal aufgefaltet werden nun die Räder an den verschiedenen Bollerwagen montiert. Und dabei helfen sogar die kleinsten mit. Richtige Teamarbeit sozusagen. Wie man sieht, können es die Kleinen gar nicht erwarten, in die Bollerwagen einzusteigen. Der Bollerwagen von Kettler ist als erstes fertig aufgebaut, während beim Elfend noch das Dach aufgesteckt wird. Ach, woher kann man das einstellen? Den wachsamen Augen unserer kleinen Tester entgeht hier natürlich nichts. Während nun auch der Elfen soweit fertig aufgebaut ist und nur noch die letzte Tasche montiert wird, gibt es beim Fuchstech leider einige Probleme mit dem Dach. Hier wird auch keiner so richtig aus der Anleitung schlau, aber nach einigem Herumtüfteln hat es unsere Testfamilie dann doch geschafft, sodass die letzte Tasche montiert werden kann und nun alle drei Bollerwagen bereit für den Tag in Irland sind. Erstes Zwischenfazit. Ist sehr bequem. Der Aufbau der drei Bollerwagen ging insgesamt sehr schnell. Am schnellsten fertig war der Kettler, dicht gefolgt vom Elfen-Bollerwagen. Beim Fuchstech gab es leider einige Probleme mit der Dachkonstruktion, aber insgesamt ging auch hier der Aufbau recht problemlos und schnell. Und nun sind unsere Familien bereit für den Autotest. Wir wollen schauen, ob die Bollerwagen zusammengeklappt in ein normales Auto passen würden. Und beim Kettler passt es schon mal. Auch der Elfen passt zusammengefaltet super in den Kofferraum des Golf. Und mit abgenommenem Dach lässt sich auch der Fuchstech ohne Probleme im Kofferraum verstauen. Nun heißt es also ab ins Irland. Zusammen mit Kindern, Snacks, Getränken und natürlich den drei Bollerwagen begeben sich unsere drei Familien nun in ihren spannenden und ereignisreichen Tag. Und in Irland angekommen, müssen die Bollerwagen auch direkt verschiedenste Untergründe über sich ergehen lassen. Wir haben uns zusätzlich auf einen Bollerwagen in Irland ausgeliehen, um zu schauen, ob man einen Premium-Bollerwagen von Kettler, Fuchstech oder Elfen überhaupt benötigt.
Und nach verschiedenen Untergründen wie Stein, Schotter, Sand und Rindenmulch können wir sagen, ein Premium-Bollerwagen hat schon seine Vorzüge. Und nun beginnt für unsere Familien endlich der Spaß in Irland. Das Irland in Kevela ist ein richtiger Familienpark und bezeichnet sich selbst als die Bauernhof-Erlebnis-Oase. Und das wird hier auch ganz schnell deutlich. Stark. Während unsere Familien den Tag weiter genießen, haben wir die Möglichkeit, uns die Bollerwagen und die Features mal im Detail anzusehen. Zunächst kann man sagen, dass alle drei Bollerwagen eine ähnliche Größe haben und Platz für bis zu zwei Kinder bieten. Dafür gibt es auch bei allen drei Bollerwagen entsprechende Sicherheits- bzw. Anschnallgurte, um zu verhindern, dass die Kinder rausklettern oder rausfallen können. Alle drei Bollerwagen haben zum Schieben einen verstellbaren Griff . Der Elephant hat außerdem auf der anderen Seite einen ausziehbaren und höhenverstellbaren Griff zum Ziehen. Und wenn man diesen nicht benötigt, kann dieser ganz einfach am Bollerwagen eingeklappt werden. Einen ähnlichen Griff bietet auch der Fuchstech-Bollerwagen, wobei die Halterung zum Einklappen hier etwas schwergängiger ist. Die Räder sind bei allen drei aus Kunststoff und groß genug, um auch verschiedene Untergründe zu meistern. Die Bremse lässt sich beim Kettler und beim Fuchstech über ein Fußpedal an der hinteren Achse bedienen. Beim Elephant ist es ein Trittbügel. Kommen wir nun zu den Sonderfeatures des Kettler Compact von Kettler. Die auffälligste Besonderheit ist hier ein Tisch in der Mitte des Bollerwagens, der Platz für bis zu zwei Getränke bietet. Dieser kann auch herausgenommen oder eingesetzt werden, ganz nach Bedarf. Am Griff gibt es außerdem einen weiteren Getränkehalter, zum Beispiel für die Erwachsenen, der in unserem Test aber auch den Kindern ganz gut gefiel. Der Kettler Compact hat eine offene Tasche unter dem Griff, die einiges an Stauraum bietet. Das Sonnenverdeck ist an einer Seite befestigt, lässt sich hochklappen, ausfahren und einfahren. Hier fällt auf, dass das Sonnenverdeck leider nicht über den ganzen Bollerwagen reicht, wodurch ein kleiner Teil in der Sonne bleibt. Beim Elephant ist das Sonnendach auf vier Stangen aufgesteckt und reicht somit über den gesamten Bollerwagen und deckt die Sonne gut ab. Auch hier gibt es eine praktische Tasche unter dem Griff, diese ist allerdings mit Reißverschlüssen geschlossen und lässt sich bei Bedarf ganz einfach aushängen. Elephant hat uns für unseren Test außerdem eine Sitzerhöhung gegeben, wodurch kleine Kinder etwas höher sitzen und natürlich mehr von draußen mitbekommen. Auch diese Getränketasche, die direkt am Griff befestigt wird, hat Elephant uns als Zusatzzubehör dazugegeben und diese kann auch abgenommen und mitgenommen werden. Die Sitzerhöhung und diese Getränketasche kosten allerdings extra und sind nicht im Standardlieferumfang enthalten. Das Sonnenverdeck beim Fuchstech ist ähnlich wie beim Elephant auf vier Stangen aufgesteckt. Hier gibt es aber einen praktischen Reißverschluss, wodurch das Verdeck geöffnet und etwas Sonne hineinfallen kann. Auf der Seite mit dem Griff zum Ziehen gibt es drei praktische Fächer am Fuchstech. Auf der Seite unter dem Griff auch hier eine Reißverschlusstasche. Über der Reißverschlusstasche gibt es eine Halterung mit einer Kühltasche, die Snacks und Getränke kalt halten kann. Diese kann auf Wunsch auch einfach rausgenommen und mitgenommen werden. Natürlich lässt sich die Halterung auch in der Höhe verstellen, sodass man immer praktisch darauf zugreifen kann. In Sachen Größe ist der Bollerwagen von Kettler am kompaktesten.
Der Elephant ist etwas größer und der Fuchstag ist der größte von den drei. Nun schauen wir uns auch nochmal die Bremsen im Detail an und haben uns dafür an einer Steigung aufgestellt und einfach mal die Bremsen gezogen. Und wie man sieht, ist kein Bollerwagen davongerollt. Nachdem unsere Familien die Bollerwagen nun einige Stunden getestet haben, haben wir alle etwas Hunger bekommen und uns zum Mittagessen begeben. Mit kühlen Getränken und leckerer Pizza bei sonnigem Wetter konnten sie unsere Familien ordentlich stärken, sodass sie nun bereit für ein Fazit waren. Ja, wir durften den Bollerwagen von Kettler testen. Wir finden den wirklich super, vor allem weil auch so viel Zubehör war. Also der Tisch fanden die Kinder ganz toll. Hier noch so eine Flaschenhalterung. Platz ist für kleinere Kinder genug. Ich denke, bei größeren könnte es ein bisschen eng werden. Wir fanden den wirklich super, aber mehr als Kinderwagenersatz und nicht unbedingt als Bollerwagenersatz, weil der eben nicht so viel Ladefläche innen drin hat, eben auch durch die zwei Sitze. Schieben lässt sich wirklich super auf jeglichen Untergründen, die Bremsen sind super. Also im Vergleich zu den anderen beiden Bollerwagen ist hier ein bisschen, was heißt schade ist, ne? Die anderen beiden Bollerwagen haben ja ein Verdeck, was ganz drüber geht. Hier fehlt halt so ein kleines Stück und es lässt sich auch nicht ganz festmachen, das rutscht schon mal wieder rein. Der fehlende Griff hier vorne, den die anderen beiden haben, der hat uns jetzt überhaupt nicht gefehlt oder gestört. Also den, finde ich, braucht man gar nicht. Was bei kleineren Autos, was man ja beim Autoeinladen noch gesehen hat, also wir mussten schon die Reifen abmachen, um den komplett in den Kofferraum zu kriegen. Das muss man halt vorher gucken, wie das mit dem eigenen Kofferraum dann passt oder eben nicht. Also wir waren rundum zufrieden und würden uns den auch auf jeden Fall zulegen. Wir haben heute den Bollerwagen von Fuchstag getestet. Der Aufbau war ein bisschen schwierig, weil da in der Bedienungsanleitung haben zwei Punkte gefehlt. Wir haben es aber hinbekommen. Ansonsten ist er sehr geräumig für zwei Kinder. Die sind ja nicht mehr ganz so klein. Gut geeignet, viel Platz. Die Lenkung ist ganz gut. Mit dem Sanduntergrund ist es natürlich ein bisschen schwer, aber machbar. Hier unten ist eine Schuhablage. Hier ist ein isoliertes Täschchen drin, was auch super war bei dem Wetter. Hier unten ist noch ein Netzteil, ein Guckfenster für die Kinder, auch sehr praktisch. Und man kann den Wagen von beiden Seiten ziehen und lenken. Wir sind auf jeden Fall sehr froh, heute diesen Wagen testen zu dürfen. Und den können wir auf jeden Fall weiterempfehlen, auch mit größeren Kindern. Optisch fand ich jetzt den Bollerwagen von Kettler ein bisschen stylischer, muss ich ehrlich sagen, aber er ist geräumiger, größer, ne? Genau. Passt mehr rein für das Alter Kinder, auf jeden Fall besser. Da waren die anderen was zu klein für, ne? Dafür sind die anderen schneller aufgebaut gewesen. Aber vom Volumen her ist er auf jeden Fall gut. Ja. Für uns geeignet. Ne? Wir hatten den Bollerwagen von Elvind und wir müssen sagen, alleine im Aufbau war der wirklich super leicht. Das kriegt wirklich auch jeder hin. Super zum Ausziehen, für die Kinder wirklich auch klasse. Was noch dazu kommt, er passt, glaube ich, so gut wie in jedes Auto. In unseren Golf hat er ohne Probleme gepasst. Bremsverhalten ist super, egal auf was für ein Boden, ob im Sand. Er lässt sich super lenken, auch leicht schieben, trotz des vielen Inhaltes, was wir haben. Was nicht zum Standard gehört, ist auf jeden Fall noch die extra Snacktasche. Die kann man vielleicht mal nochmal zeigen. Die ist auch sehr praktisch, hier passt auch noch vieles rein. Vor allen Dingen auch die Getränke bleiben ein bisschen kühl, auch wenn sie auf sind. Die Sitzerhöhung, die muss man separat dazu holen. Was aber wirklich empfehlenswert ist, vor allen Dingen für die Kinder, da sie etwas höher sitzen und auch viel damit bekommen. So, im Vergleich zu den anderen drei Bollerwagen würde ich sagen, ist der Elephant wirklich super. Auch alleine der Henkel, der lässt sich super ausklappen, auch sehr leicht wieder rein. Was bei den anderen was schwieriger war. Allerdings hatte der Fuchstag eine integrierte Kühltasche. Das wäre auch super gewesen, wenn der Elephant das hätte. Vor allen Dingen einfach noch ein bisschen mehr Stauraum, was man vielleicht nicht in den Bollerwagen reintun muss. Aber ansonsten wirklich einwandfrei. Also wir würden den auf jeden Fall empfehlen. Ein praktischer Helfer im Freizeitpark für die Erwachsenen und für die Kinder. Nun wollen wir uns die drei Bollerwagen auch noch im Preisvergleich anschauen.
Der Smart Cruiser von Elephant, den Familie Flure getestet hat, liegt preislich bei 349 Euro. Der Fuchstech FX CTL 950, getestet von Familie Petridis, liegt bei 469 Euro. Der Kettler Compact von Kettler, den Familie Erke bei unserem Test dabei hatte, kostet 499 Euro. In Sachen Favoriten hat sich jede Familie tatsächlich für den von ihnen getesteten Bollerwagen entschieden. Das heißt, Familie Flure fand den Smart Cruiser von Elephant am besten. Das lag vor allem am Design, am praktischen Zusatzzubehör und am unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis. Familie Petridis hat sich für den Fuchstech FX CTL 950 entschieden. Als größter Bollerwagen in unserem Test war er für ihre etwas größeren Kinder am besten geeignet und auch sonst waren die vier vollkommen mit dem Fuchstech zufrieden. Familie Erke hat sich für den Kettler Compact von Kettler entschieden. Das lag vor allem an der kleinen, kompakten Umsetzung. Die Familie kann sich diesen Bollerwagen vor allem bei Reisen vorstellen oder wenn mal nicht so viel Platz ist. Auch als Kinderwagenersatz war der Kettler Compact wirklich gut zu benutzen. Das war unser erster Bollerwagentest 2023. Und habt ihr schon euren Bollerwagen-Favoriten gefunden? Wenn ja, dann schreibt es uns gerne in die Kommentare. Und auch an dieser Stelle nochmal vielen Dank an unsere drei Testfamilien, Fuchstech, Elephant und Kettler, sowie das Irland in Kevlar.